Irgendwann. So ein bisschen sowas gehabt, ne? Vision. Vision oder Division? Division. Ist schön oder schlecht, oder? Ich will jetzt Pferde bespritzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also bespritzte schwarze Pferde mit weißen Zeugen, machst du eine Kuh draus, oder was? Nein, Blödmann. Machst eine Kuh draus. Ehrenritter, Alter. Spritzt schwarze Sachen mit einer Weide. Was für eine Drecksau. Das war jetzt ein Weltrekord, oder? Keine Ahnung. Na, alles klar. Oh, moin, moin. Wie sie auch angehört hat? Bei Lickenpark, ich weiß nicht, welcher Song das mal ist. Da schreit der Chester richtig ins Mikrofon, gell? Mit richtig viel Hass. So kam mir der Rucksack gerade so vor. So, wie er so Heavy Metal singt. Weißt du, was ich meine? Naja. Das ist ja das, was ich ja vorhin gemeint hatte, von wegen hier. Sag schon, wo ich was vorhin da geguckt hatte, hier wegen Dings. Ich gesagt habe, ich habe da so Musik, irgendwie so komische Musik gehört. Und muss ich denken, tut, Alter, das hat das mit Musik zu tun. Da schreiben die auch nur rum. Muss ich mal abspielen, oder? Und das ist, als gute Version, schlechte Version. Der Chester singt das eindeutig in der guten Version. Ja, warte, das ist das, was ich hier gefunden hatte, oder? Die zappelt, glaube ich, schon einmal drum. Werbung. Moin, Freunde, grüße dich. Was soll es Neues geben? Nicht? Ich habe was Neues gefunden auf, Dings. Warte, nehmen wir einen Moin. Oh. Ja, nö, wenn jetzt, sag mal, passt, wäre nicht schlecht. Das ist so, Getränke, das Ding hier. Dosenhalter für Kühlschrank, quasi, unten immer Dosen rein und oben drin. Nimmst dann aus der Schublade oben, also quasi raus. Rollen die Dosen unten wieder nach. Kannst du ja auch welche von oben mitnehmen. Ja, hier, wenn jetzt genug Platz drin ist, kann ich zwei Dinger übereinander stapeln und krieg mehr in Kühlschrank rein als vorher. Warte. Warte. Jetzt. Warte. Jetzt. Kann ich auch. Da hat jemand reingeschrieben gehabt. Hat jemand reingeschrieben gehabt hier, was hat denn das noch mit Musik zu tun gehabt? Aber ich muss ja ganz einfach sagen, man hat es ein bisschen fühlen können irgendwie. Jetzt will ich weiter schlafen. Dann geh schnell. Ach, auch noch. Ja, warte, ich komm mit. Kleinen Moment mal bitte. 10 cm hoch. So, damit könnte ich doch zwei Dinger reinkriegen, gell? Übereinander. 10 cm, was habe ich hier als Höhe? Ich hatte schon mal zwei übereinander hinbekommen. Wie lang? 36. Das wird, glaube ich, bei Michael schon jetzt hier knapp bei denen. Ach, ne, 36. Wo ist denn das hier? 36. Hä? Ach, ich bin auch dämlich mit Messen. So, 36. Hier. Ne, wäre zu lang, da würde ich die Klappe nicht mehr zu bekommen. Du wirst übrigens im Chat was gefragt. Hä? Was denn? Du wirst im Chat was gefragt. Ja, was denn? Na, guck doch rein, dann siehst du es. Ja, ich hab gerade auf Amazon nach das komische Teil geguckt, ob es bei mir reinpasst, nach die Maße. Junge. Ich muss ab ins Bettchen wieder. Welchen Chat überhaupt? Ratzen die Moin Moin erstmal an die Leute, die jetzt hier im Stream sind. Ja. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich so das ein oder andere Video vielleicht gegebenenfalls von mir angeguckt erstmal. Ja, wo wurde ich denn was gefragt? Ich sehe nicht, dass hier ich hier was gefragt wurde. Habt ihr nun einen Sportentschalldämpfer bekommen? Das ist. Also ihr, die Frage kann ja auch an dir gerichtet gewesen sein. Ihr, wir hatten letztens das Thema gehabt. Da war Ron bei TikTok dabei gewesen, wo du nach Sportschalldämpfern geklatzt hast. Nö. Doch? Nee, ich meinte, nö, nicht gefunden. Ach so, nicht gefunden, also das war. Ja, dafür habe ich jetzt einen Sternenhimmel. 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 Was hast du denn für einen PC dann, Rotzali?
Also ich eigentlich mein hauptsächlich eigentlich dafür haben wollte. Warum wollte eigentlich schon meine Streams darüber zu machen? Eigentlich. Stream aber eher seitdem das neue Problem ist, eigentlich nur noch über die Blazy. Aber schon seit längerem einfach. Und mache halt da so mal da ein, zwei Spiele darauf, die ich halt machen will. Und hauptsächlich mein Videoschnittprogramm und den ganzen Kladderadatsch, ne? Einen eckigen mit Licht. Wenn du magst, könnte man vielleicht mal was zocken dann auf PC. Was sei es GTA oder Rainbow Six Siege, Counter-Strike. Rainbow Six Siege habe ich nicht auf PC, das werde ich mir auch nicht holen, weil das habe ich schon auf PlayStation. Und das habe ich so wenig gespielt gehabt bis jetzt, dass sich das da, denke ich, wahrscheinlich nicht lohnen wird, da irgendwas in die Richtung zu machen. Zwecks GTA, das könnte man mal machen, ja. Counter-Strike weiß ich nicht, weil ich habe jetzt schon Festplattenprobleme durch meinen ganzen Kram, was ich hier mache. Muss ich mir doch mal irgendwann eine SSD oder sowas holen. Ja. Ja, wahrscheinlich doch mal angebracht irgendwann. Weil ich habe meine interne Festplatte ist nämlich auch so gut wie fast voll. Also die für eigentlich nur für meinen Kram ist, was Windows betrifft. Ja. Was? Hm, okay. Na, Razzoni, du musst mich verstehen. Ich kaufe die Spiele nicht alle 6 Mal. Es ist nicht böse gemeint, aber die Kohle oder den Geldscheiße habe ich nicht. Ich brauche meine Kohle für andere Sachen. Ich muss mein Auto machen und sowas und Bibabo Alles. und Schule und hier und das und jenes. Und da brauche ich das Geld lieber dafür. Warzone würde auch gehen. Ja, das wollte ich mir eigentlich auch schon runterladen, aber ich habe halt wie gesagt keinen Festplattenspeicher gerade aktuell mehr frei. Dennis, wegen Speicher, was brauchst du denn da normale, das ist schon ein normaler SATA-Anschluss oder die kleinen Dinger, die, sag ich mal, wie USB-Sticks sind? Na, wenn dann sowas wie nur wie so halt eine normale SSD halt, die da wie die Kabel anschließt. Also so eine SSD würde auch. Also extern und nicht intern. Ja, so eine, ich sage jetzt mal so eine komische Platte hier, die du auf das Board drauf machen kannst, würde auch funktionieren. Halt nur für das Windows aber das brauche ich letztendlich nicht, weil Windows ist ja so schon auf der normalen drauf. Ich brauche halt, Ich wenn schicke dir einfach dann, mal ein Bild. wenn, na, ich weiß schon, was du meinst. Wenn dann brauche ich halt oder möchte ich halt eine haben, wie jetzt meine HDD, wo ich halt meine Daten drauf speichern kann. Ja, Gerade was das kannst du auf Videoschnitt. jeder Scheiß SSD so. Ich schicke dir einfach ein Bild. Sowas hier. Oder doch diese viereckige Version, die du per USB anstecken kannst, oder das viereckige als intern. Ja, so eine will ich irgendwann mal haben, die Da, ich halt was aufs Board brauchst du machen kann. jetzt? Was du jetzt so brauchst, meine Ach ich. so, na jetzt brauche ich eine, so wie eine HDD nur als SSD. Moin. Intern, extern, per USB. Intern. Okay, und das ist als viereckige Version so. Ja. Okay. Was, ich bin erstmal wieder auf euch noch einen schönen Stream. Okay, du bist jetzt nur reingekommen, Ron, um das zu wissen, und jetzt gehst du wieder oder was? Finde ich aber nicht schön. Von dir warst du eigentlich auch mal besserer Zuschauer, Kollege. Ist nicht in Ordnung hier. Kannst du ein Dennis, bisschen mehr wieder dabei sein? hier gibt's die Samsung 870 True SATA 3 2,5 Zoll als SSD 4 Terabyte. 4, was aber dementsprechend 200. Aua. Naja, Na, reicht für sie ich für eine will mir ja SSD. jetzt schon mal nur Ausschau danach halten, dass wenn mein Angebot irgendwann ist, ich mir gegebenenfalls dann, wenn ich das Geld über haben sollte, irgendwann mal eine holen kann. Bleib mir Weil. aber da raten, bei SSD bei Samsung zu bleiben. Bei Samsung zu sein. Die sind da gut mit ihrer Evo oder die Q870 und so. Deswegen. Die sind da schon, ja, der Marktreiter quasi so. Und sind halt von der Qualität her eigentlich top. Ich hab die ja auch in meine PS4 mal gehabt. Jetzt halt externe so umgerüstet, ne? Ja, deswegen ja. Ja, ich meine, ich habe Deswegen jetzt meine fotografisch. HDD, das ist, weiß ich jetzt nicht, was das für eine ist. Aber du merkst halt manchmal schon wirklich, ja, nichts gegen die Dings, aber die ist jetzt auch schon manchmal voll. Ja, deswegen habe ich jetzt meine 2 TB, die ich mir letztens gekauft habe, damit teilweise was vollgeklatscht und so. Und aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wie letztens habe ich halt was schneiden wollen, habe die Daten noch auf der externen gehabt, musste ich es wieder rüberschieben auf die HDD. So, und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich die ganzen Sachen immer nur ständig hin und her schiebe. Und im Videoschnitt merkst du es dann halt auch, weil die Daten dann halt ziemlich lange dann laden. Also zumindest dann jetzt nicht auf der HDD, aber grundsätzlich so. Und das nervt mich halt so ein bisschen. Ich will das halt ein bisschen zügiger haben. Ich habe die Leistung und der PC ist weder ausgelastet noch sonst was.
Und im Videoschnitt tut es mir dann nochmal ein bisschen, sage ich jetzt mal, einen Bruchteil von Sekunden dauern hält. Ne? Gerade wie jetzt zum Beispiel deine Datei, die große, die du mir da geschickt hast, das dauert trotz der Leistung auch schon lange. Und warum? Wegen dem Speicher. Ne? Das ist halt ein bisschen, Das habe ich ja. vergessen, der USB-Port muss es auch können. Ja, ich habe ja 3.0. Naja, das ist aber nicht ideal. Ja, Für klar, seine es ist nicht blitzschnelle ideal. Verbindung brauchst du 3.1. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist das ein blauer. Was das jetzt genau ist, weiß ich jetzt nicht. Ob das 3.0 ist, 3.1, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls nervt mich das. Und da musste ich die Daten von der externen Festplatte wieder auf die interne Festplatte schieben. Dann hat es funktioniert, dann hat es auch schneller geladen. Weil vorneweg ist auch in einer Tour das Programm abgestürzt zum Schneiden. Dann habe ich es wieder auf die interne Platte geschoben. Und dann ging es einigermaßen. Aber du hast ja trotzdem schon gemerkt, so zwischendurch gab es doch mal so ein paar kleine Ruckler und so. Und wenn du jetzt doch, wie jetzt in meinem Fall, ich jetzt irgendwas speichern will oder wie ich es eigentlich auch mal vorhatte, dass ich vielleicht auch mal versuchen will, dass ich da, sag schon, Dings machen will. Habe ich das Ding überhaupt an? Ja. Kreisecke abschalten. Hä? Ist das nicht eigentlich? Sehmaschinen abschalten, okay. Dass ich da halt auch mal die Spiele drauf speichern kann. Was, welche Klinge benutzt du? Was ist denn das für ein Käse? Was soll denn das denn sein? Welche Klinge? Oder was du auch machen könntest, ne? Für, sag ich mal, Videospeichern und sowas alles. Kannst du ja von WD eine Festplatte holen, wie WD Blue oder sonst was. Die bieten für relativ wenig Geld, jetzt hier zum Beispiel 140 Euro, 6 Terabyte. Da kannst du ja speichern und holst dir nochmal separat, nochmal wie jetzt die sagten, eine SSD mit 2 Terabyte, für halt sämtliche Sachen drauf schneiden und sonst was. Oder gut, das kostet dann wieder ein bisschen mehr. Holst dir NAS-Speicher, schließt den direkt am Dings hier Bungster an, sagt er schon. Router, dann hast du einen guten NAS-Speicher. Packst dir so eine Festplatte rein, hast 6 Terabyte drauf und so ein NAS-Speicher hat ja meistens mehr Slots. Wenn die 6 Terabyte voll sind, du brauchst mehr, holst dir nochmal eine 6 Terabyte zum Beispiel, schiebst die rein, hast 12 Terabyte. Nein, du Meistens hast du noch einen dritten Slot, schiebst sie auch noch mal sechs rein. Moin. Meinst du jetzt so eine, die wie der Kabel verbindest, nochmal separat, die mit Strom nochmal versorgt wird? Nee, eigentlich per USB am Router ran. Ne, meine ich ja. Aber die halt separat nochmal mit Strom, die Festplatte versorgt wird. Ja, brauchst ja irgendwie. Muss ja Ja. laufen. Na, ich kenne die Platten nur. Also die Platten, die mit Kabel nochmal separat verbunden werden, dass du die ja immer mal am PC angeschlossen hast und so. Aber halt nicht am Ich meine Router. jetzt den NAS-Speicher, das ist ein 4 GB Kasten, der Kasten mit dem USB-Ausgang, den schließt du an den Router USB an und dann kannst du da in die Slots deine Festplatten reinschieben. Ja, David hat mir sowas mal gezeigt als Server. Also das hat er sich irgendwie als Server gemacht, keine Ahnung. Sowas in der Art. Ja, Hä? wahrscheinlich dasselbe. Hier gibt's doch gar keinen Unterschied jetzt. Bei manchen nennt es, sag ich mal, Server und zum Beispiel jetzt bei Fritzbox wird es unter NAS-Speicher betitelt. Da kannst du zum Beispiel, du bist bei Race Wars, du hast da ausnahmsweise mal gutes Internet und willst jetzt mal 10 Gigabyte Video zu dir schicken, um es da abzuspeichern, weil du nirgendwo mehr eine Speichermöglichkeit hast. Schick es dahin zu deinem Router und der speichert es dir auf den NAS-Speicher. Achso. Zum Mir Beispiel. geht's, naja, den Umständen entsprechend, wie ich es immer so schön sage. Ne? Jetzt geht's gerade wieder. Ich denke mal, wahrscheinlich, wenn ich nachher irgendwann oder so, ja, wenn wieder die Soße aus der Nase laufen. Ja, das, naja. Aber naja, gut. So, wir sind eigentlich jetzt hier noch so bei, nicht wundern, ich bin noch bei TikTok live, nebenbei noch auf Twitch und ja. Ja, wie gesagt, muss ich mal gucken dann irgendwie, was ich dann da nehme. Ist halt nur blöd jetzt halt, ne? Weil ich meine, jetzt, weil meine die 2 TB war eigentlich dafür gedacht für die Blazy hier, dass ich da halt meine Spiele drauf machen kann, aber jetzt brauche ich es halt für den PC. Ich muss mir aber auch trotzdem angewöhnen, Sachen vielleicht mal wieder auszusortieren und sowas und Videos vielleicht irgendwie zu komprimieren oder Videoclips, die ich mache es immer so den Fehler. Ich zum Beispiel filme was mit der Kamera, wenn ich jetzt irgendwas, zum Beispiel Sophie oder ich oder keine Ahnung was, und mache das dann nicht nochmal in ein separates, keine Ahnung, in ein nochmal Programm rein und wo ich dann die Dateigröße nochmal komprimiere, also kleiner mache, aber trotzdem mit derselben Videoqualität.
Das, naja, mache ich irgendwie nicht, keine Ahnung, und das nimmt mir halt sehr, sehr viel Speicher weg. Und letztens hat mir auch Dart erzählt gehabt, warum speicherst du deine Sachen nicht einfach auch zum Beispiel, was das betrifft, auf einer Blu-ray oder sowas, ne? Da hast du auch sehr viel Daten zum Speichern, gerade was Bilder oder sowas betrifft. Oder Dateien wie Videoclips, die dir halt nicht nochmal verloren gehen haben möchtest oder so. Weil der letzten Satz, den mir gesagt habe, gut, in der SSD, da hast du dann, wenn du gerade für Videos und so, hast du da einen besseren Speicher. Da kannst du da dann nochmal besser deine Videos machen und so. Aber was ich alles machen will, Junge, da müsste ich ja, keine Ahnung, 105.000 Euro haben, um die ganzen Sachen umzusetzen, was ich haben will oder machen will oder wie auch immer. TikTok sind 7 Leute dabei. Zwischen 5 bis 7 Leute, aber keiner, der der Meinung ist, mal irgendwie zu liken, dabei zu bleiben oder sich an der Unterhaltung mal dran teilzunehmen, finde ich ein bisschen scheiße. Aber naja, gut. Aber wenigstens ist mir aber jemand bei Twitch dabei, finde ich sehr geil. Wie geht's den einen oder anderen denn eigentlich? Ah, oh, grüßi, moin moin. Frick, schön, dass du da bist. Wo warst du vorhin hin gewesen? Gar nicht mehr dabei oder was? War einfach fort hier. Ich brauche eine größere Seemaschine, ey, das geht mir auf den Sack hier. Das kleine Scheißding. Ach, dann musst du spontan noch was abholen. Ah, okay. Na, weil du auf einmal nichts gesagt hast. Ich dachte, na du, wir sind jetzt. Es ist auf einmal fort. Deswegen habe ich mich auf einmal gewundert. So. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mal reinposten oder so. Oder wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt oder so. Oder keine Ahnung. Nehmt ruhig an der Unterhaltung teil, ihr speise nicht. Ja, muss ich jetzt nicht dafür rechtfertigen, ob du was abgeholt hast oder nicht. Nur, es hat manchmal mal blöde halt, ne? Wenn man halt sich dann versucht zu unterhalten oder irgend sowas und dann auf einmal wut, ist auf einmal gar keiner mehr dabei, wisst ihr? Das ist manchmal mal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig halt einfach in der Hinsicht. Und man dann denkt, okay, derjenige schaut noch zu und dann glotzt man nach einer halben Stunde mal und dann ist keiner mehr da. Wie geht es euch so? Wie war euer Tag so? Was zockt ihr so am liebsten? Können wir hier aber nochmal eine normale Unterhaltung stattfinden lassen oder? Ja. Also manchmal muss ich TikTok auch nicht verstehen. Gerade eben war überhaupt nichts los, gell? Und jetzt habe ich schon fast 300 Gesamtaufrufe innerhalb von 15 Minuten rundgerechnet. Die hatte ich nicht immer gerade eben bei den ganzen. Ja. World of Tanks habe ich auch noch. Also, ja. Müsste man. Wollte ich auch mal wieder machen eigentlich. Division, habe ich dich ja vorhin gefragt irgendwie, aber da kam ja keine Antwort so richtig. Du warst ja wahrscheinlich gerade weg gewesen. Weil da habe ich nämlich die ganze Zeit da was gesucht gehabt und so und habe es aber nicht gefunden. Ja.
Ich pflüg das Feld, weil es mir so gefällt. Ich ratter hier den Hoch und rutsche auf dem Klo. Ja. Welche Map zockt ihr so, wenn ihr sowas zockt? Oder zockt ihr generell sowas? Oder ist es überhaupt nicht euer Ding? Oder erzählt mal, Leute, seid nicht die ganze Zeit nur am Zuklotzen? Schreibt doch mal was. Würde mich mal interessieren. Ich bin neugierig. Neugierig. Weil ohne Grund kommen ja nicht 7 Zuschauer zustande hier. Ne? Neuer Dichter hier. Na, freilich. So ist es das. Listen to my heart. I say morning and you. Listen to my heart. Ich kack mir ins Hemd, wenn ich im Traktor sitz und im Feld hoch unter Schrob. Listen to my heart. Er gibt zwar keinen Sinn, doch ich find's witzig. Deswegen ist noch keine Ahnung, die Spritze immer, keine Ahnung. Muss sagen, Landwirtschaft ist gar nicht so meins. Warum nicht? Ich meine, du machst zwar immer dasselbe, sage ich jetzt mal so. Ich habe auch mal früher gedacht, wie kann man sowas zocken, wieso, ne? Und dann auf einmal habe ich selber mal angefangen gehabt, einfach nur, weil es mich mal interessiert hat damals. Aber ich kannte es ja damals auch gar nicht. Ich habe mir gedacht, Simulator, Simulator, wer spielt denn einen Simulator? Wenn ich sowas machen will, dann gehe ich in echt live dahin, ne? Dann setze ich mich in den Traktor rein, wenn es soweit ist, und mache das. Aber, klingt bescheuert. Ich habe auch gedacht, ne, Mist, zockt kein Schwein, so ein Mist hier, ne? Und dann habe ich das gezockt, damals 2009, und dann habe ich gesagt, ach komm, machst noch schnell noch das, machst noch schnell noch das, das. Und dann waren 5 Stunden vergangen und ich habe nur gezockt das Game. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann hatte ich auch Bock gehabt auf dem Scheiß. Das war das Schlimme noch. Ne? Das war das Schlimme noch in der Hinsicht. Ich hatte noch Lust auf den Scheiß gehabt. Ne? Ja. Und wollte natürlich immer mehr zocken, immer mehr zocken. Und dann habe ich mir damals 2011 geholt. Dann habe ich mir damals 2011er geholt. Und da dachte ich mir, ja, na moin. Naja, langweilig wird dir eigentlich in der Hinsicht nicht, weil es gibt eigentlich immer was zu tun, ne? Weil entweder musst du ein Feld halt anpflanzen oder halt du musst das abernten oder halt in dem Fall jetzt hier Walzen, düngen. Oder du musst Aufträge machen, weil du für die Aufträge kriegst ja auch Kohle, ne? Und so. Also es gibt eigentlich immer was zu tun. Und wenn du dann halt sowas hast, ne, dann musst du, wenn du zum Beispiel irgendwas abgepflanzt hast oder abgeerntet hast, musst du gucken, zum Beispiel, dass du da beispielsweise bei Weizen das Stroh halt in die richtige Sache machst und oder verkaufen tust oder sowas, ne? Oder wenn du Tiere hast, das ist ja das Hauptargument, das was mich reizen tut, zum Beispiel bei einer Kuh oder bei sowas, ne? Da musst du ja auch so Silagezeug anfertigen extra. Oder halt generell halt Mischfutter herstellen, dann brauchst du einmal Stroh, einmal Gras, glaube ich, und noch irgendwas, um das halt herzustellen in diesen Futtermischwagen, ne? Da musst du die Tiere versorgen, regelmäßig, musst Tiere kaufen, versorgen, verkaufen, mit Wasser befüllen, ne? Oder dein Gewächshaus beschallen und machen und tun. Das ist ja auch nochmal eine Sache, die es da in dem Game drin gibt, das Gewächshaus. Also es gibt eigentlich immer was zu tun in den Game, sage ich jetzt mal so, wo du nie Langeweile bekommen wirst, weil du ja immer wieder, wie jetzt in dem Fall, halt irgendwas im Acker musst. Oder du musst halt deinen eigenen Kram abernten, in dem Fall Geld verdienen für Mietfahrzeuge, du kannst ja auch Sachen mieten, ne? Oder du musst halt mal Kartoffeln anpflanzen und für diese ganze Scheiße, was du da bekommst, wie zum Beispiel mit dem Walzen, Kruppern, Pflügen etc., machst du Meter, kriegst auf PlayStation zum Beispiel auch dafür eine Trophäe. Siehst dann hinterher, wie viel Meter oder wie auch immer du halt dann in der Hinsicht da angepflanzt hast, abgeerntet hast, etc. Und ja, das mal klar, es ist nicht für jedermann was. Ich meine, man muss ja auch schon wieder, ne, muss halt da wirklich auch Bock drauf haben. Ist halt wirklich nicht für allen, für jeden Mann was. Aber klar kann es auch für den einen oder anderen langweilig werden. Ich habe auch am Anfang, wie gesagt, gedacht gehabt, Scheiße, so ein Mist zockt keinen Schwanz, ne, und dann. Hast du ja hier drin auch verschiedene Karten. Das ist ja auch das Interessante. Du kannst ja auch verschiedene Karten entdecken,
die du dann zockst und die du dann machst. Du musst auf der anderen Seite aber auch jetzt zum Beispiel auf den originalen Maps halt Sachen finden, also Gegenstände finden, 100 Stück zum Beispiel. Das ist auch nochmal wie so eine kleine Herausforderung, die Teile zu finden. In dem Fall waren es, glaube ich, kleine Anhänger und Traktoren und so ein Käse, also als Spielfiguren. Also es gibt eigentlich immer irgendwas zu machen und zu tun. Da musst du gucken, wie, wann du wo dein Zeug verkaufen tust, wenn du den Kredit aufgenommen hast, wie kannst du den zurückbezahlen, wie nicht. Wie machst du das überhaupt? Das ist ja überhaupt das ganze Grund mit dem Hintergedanke, weil ich halt auch darüber vielleicht noch ein paar Videos machen will. Da will ich halt hier im Livestream die ganzen Sachen halt ausprobieren. Und wenn ich es halt dann ausprobiert habe, wie was funktioniert, ein paar Videos halt dazu machen, um halt anderen Leuten, die da Bock drauf haben, auf dieses Game das halt ein bisschen vielleicht zu erklären, wie welche Maschine funktioniert, in welcher Reihenfolge, was man macht, was man nicht macht und so weiter und so fort. Und dafür muss man ja erstmal seine eigenen Erfahrungen gesammelt haben, um anderen Leuten irgendwas erklären zu können. Ne? Farming Simulator gibt es auch beim Google Play Store fürs Handy. Ja, habe ich gesehen gehabt. Mittlerweile haben sie es jetzt den neuen fürs Handy auch gemacht und Nintendo Switch. Oh Mann. Hab auf dem Bauhof gewohnt, okay. Moin Moin erstmal, sowas Slayer. So. Solange du deinen Spaß hast, ist das Wichtigste schon mal erledigt. Das stimmt, ist richtig, ne? Weil das ist ja eigentlich überhaupt das. Man soll hier dann da sitzen, spielen, machen und tun, wenn man Lust drauf hat. Wenn man auf was keinen Bock hat, merken das unter anderem, wie du schon selber gesagt hast, die Zuschauer. Und dann hast du ja sowieso auf das überhaupt gar keinen Bock, ne? Weil warum denkst du dir dann, warum sollte ich das spielen? Ach, gibt für mich keinen Sinn, so. Und ja. Und es gibt so viele Leute, die das auch zusammen zocken, wo man sagen kann, geil, man kann richtig mal wie so eine kleine Community draus machen und so einen Käse, wo man halt sagen tut, okay, der zockt das, 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 ne? Das macht bestimmt dann schon zusammen richtig Bock, wenn du dann zu dritt, zu viert, zu fünft da auf dem Feld rumackerst. Allein ist natürlich immer blöd, ganz klar, aber mit mehreren Leuten bockt das richtig, du. Dann zu zweit auf dem Acker rumhängelst, der eine pflügt, der andere erntet ab, der nächste rotzt mit einem Anhänger daneben hin und her. Also das kann schon wirklich richtig Spaß machen, du, muss ich ganz ernsthaft sagen. Wenn du dann merkst, es kommt bei den Leuten an, man kann sich halt auch mit den Leuten unterhalten. Hier gibt es halt sehr viel Potenzial, wo man sagen kann, man kann was mit den Leuten zusammen machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, man kann halt hier die Möglichkeit, weil hier keine Story oder irgend sowas dazwischen ist, die dir da ständig dazwischen quatschen. Kann man hier wirklich wunderschön sich unterhalten und da kann man wirklich geile Gespräche miteinander führen oder irgendwelche Real Talks und all so ein Kram. Man kann verschiedene Sachen ausprobieren. Es werden hier auch immer unter anderem immer viele, viele, viele neue Sachen hinzugefügt. Wenn ich dann dränge, wie der Bausimulator, ach der Landwirtschaftssimulator 2009 aussah, da hattest du wirklich nur das Nötigste. Grafiktechnik war das total, keine Ahnung. Als ob du ein Spiel auf der PlayStation 1 gehabt hättest. Ne, wirklich, aber also auf PlayStation 1 war der 2009er. So, wenn ich das hier mit jetzt vergleiche, ist das schon wieder ein Nonstop Ultra. Und die holen sich ja auch nicht nur die ganzen Lizenzen und den ganzen Kram, die versuchen ja auch mit so Kleinkram das Spiel ein bisschen virtueller zu machen. Wie zum Beispiel hier mit den Gaspedalstellungen, wenn du im Innenraum bist. Ne? Dass du auch zum Beispiel, wenn du jetzt mit Lenkrad zockst, selber einen. Also die Schaltung einstellen kannst der einzelnen Traktoren, es sei denn, er hat sequenzielles Schaltgetriebe, also wo du selber halt, ne, und so Arbeitsgruppe A, Arbeitsgruppe B, C und so hast du nicht gesehen und dann halt bis zum Beispiel Arbeitsgruppe A hat 15 Gänge, Arbeitsgruppe B hat 15 Gänge, Arbeitsgruppe C hat auch wieder 15 Gänge und so weiter. So, und da musst du dann erstmal herausfinden, wie fährst du denn jetzt am besten an, wie machst du denn das? Da liegt halt auch wieder der Gaudi drin, wo man sagen tut, okay, das ist geil, das ist so, ne, und so. Also ich. Alter, es geht mir ab. Da hat's auch eine eilig um die Uhrzeit, Alter. Immer dieses Gerase hier. Das finde ich halt in der Hinsicht irgendwo auch schon wieder richtig geil, ne? Weil das hast du halt bei den ganzen anderen Games halt so, was das jetzt betrifft, landwirtschaftsmäßig nicht. Oder generell, ne? Und, ne? Ich meine.
Und das bockt halt auf der anderen Seite auch, ne? Das bockt halt so. Und wie jetzt zum Beispiel habe ich gerade nichts zu tun. Jetzt gucke ich mal hier, dass ich hier zum Beispiel gerade auch irgendwas in die Richtung Felder bewirtschaften. Von hier Felder, Ballen pressen, Ballen pressen, Ballen pressen. Das habe ich nicht. Hier ist Düngen. Zum Beispiel hier Düngen und Ernten hätte ich hier noch was. Hier hätte ich noch was zum Ernten. Feld 25, das gucken wir mal, wo das ist. Ja. Feld 25. Ach, das ist ja hier gleich in der Nähe. Ja, warte mal, doch hier. Feld 25, also hier drüben. Na komm, dann machen wir den. Ach, dann machen wir schnell den Auftrag. Den Auftrag. Was mir gut gefallen kann, ist ein Quinn Prix F1 mit 5 Mann zocken. Was ist denn das? Oh, hier ist sogar gerade was im Angebot. Ein Anhänger. 14 Stunden hat er runter. 52 für 71.000 habe ich das Geld nicht. Scheiße. Und einen schönen. Oh, ich habe keine Kohle. Oh. Oh. Ist denn das jetzt hier? Leck mich doch am Arsch. Hier. Ah, hier. So, dann tun wir mal Feld 25 abernten. Auftrag machen. Feld 50 abernten müssen wir dann. Hier gibt es noch was zu düngen. Ballen pressen kann ich aktuell noch nicht. Also machen wir jetzt erstmal Feld 25 ernten. So, packe ich jetzt erstmal das hier weg. Das Zeug. Nehme mein Maschinchen. Ich schreibe mit meinem Maschinchen und dann geht's los hier. Dann rotzen wir mal gemeinsam. Was ich hier wiederum geil finde, ist, was du auch bei den ganzen anderen Simulator jetzt nicht hattest. Ich beauftrage jetzt zum Beispiel gleich. Achso, ich habe noch keinen zweiten Hänger. Ich werde mir ja gleich nochmal einen zweiten Hänger wenigstens kaufen, oder? Ich habe gar kein Geld, sehe ich gerade. Na egal. Dam, dam, dam. Ich werde jetzt. Ja, ich habe ja Felder gekauft gehabt und habe jetzt, tu mir quasi jetzt mit dem ganzen Zeug hier quasi mein bisschen mein Geld machen, weil die Preise gerade so scheiße sind. Tue ich gerade jetzt erstmal Raps sammeln. So, dann sage ich jetzt dem Fahrer des Dings. Er soll sich jetzt zu diesem Ziel hier begeben. So. Und jetzt steige ich aus hier. Da, zack. Und er. Ach, Big Bird. Was ist denn jetzt mit ihm? Fährt er jetzt mal los? Ja, was ist denn jetzt mit ihm? Warum fährt denn er nicht? Helfer entlassen. Muss schon mal neu starten. Ich möchte Ziel. Na Mann. Ziel. Helfer, genau. Ziel setzen. Genau. Macht er jetzt mal was, oder? Was? Auf PlayStation bringt es Spaß, fräse mal einen echten Acker. Naja, da bist du, siehst wahrscheinlich aus und in der Wiener Sau. Was eine Season in Formel 1 mit 5 Mann dann zocken. Ach so, okay. Ja, sowas macht natürlich auch Bock, ne? Und dadurch, oh, ey, der ist doch dämlich, Junge. Jetzt schmeißt hier noch meinen Traktor hier um, Alter, ey. Meine Fresse. Ist der dämlich. Guckt, er fährt jetzt zum Beispiel von alleine, warum er hinfährt, fährt er jetzt zu meinem Feld. Soll man zuschauen oder lieber nicht? Aber Formel 1 habe ich zum Beispiel für PlayStation. Na, ich mach jetzt mal aus, also. Hallo? Mal wieder schauen und reingehauen. Okay, dann bis später. Jo, später, Peter. Jo, bis später. Ah, du, welchen Teil hast du denn von Dings? Also, man muss doch da lang. Ach, scheiße, ich muss ja noch den Hänger hier leer machen. Sonst wird es ja nichts. Was ich halt immer nur schade finde, ich bin fast jeden Tag am Stream und so und es ist eigentlich mittlerweile so wenig los hier. Es ist immer so ein bisschen, ja, schade irgendwie.
Ich hab glaub, ich weiß gar nicht, welchen Teil ich habe. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Leute tippen, die Leute zumindest auf TikTok sind, der Rest kann gerne ein Like da lassen, kostenlos abonnieren, das würde auf jeden Fall supporten in der Hinsicht hier, ne? Das würde supporten, meine lieben Freunde. Kostet euch auf jeden Fall nichts. Und mir würde das helfen halt, ne? Ein bisschen hier. Ich würde sowas gerne mal mit Lenkrad zocken, auf jeden Fall hier. Und dann halt nur in der Endperspektive am besten. Aber hier gibt es ja auch Maps, die sind detailgetreu, ne? Also haben wir das sein soll? Ich weiß es nicht. Den von 22. Ich habe glaube den älteren Teil. Ich weiß es jetzt gerade aber gerade gar nicht so genau. Ach, das Zeug wächst glaube ich immer nach. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das ist. Was aber auch ein schönes Spiel ist, ist. Okay, kenne ich gar nicht. Sagt mir überhaupt nichts. Hat einmal jemand bei Twitch reingeschrieben und das war's jetzt wieder, oder was? Ja, sehr empfehlen. Okay. Hast du vielleicht Lust, nochmal auf YouTube rüber zu kommen? Ist da vielleicht mal irgendwie Leute ein bisschen was? Das hat Chat da ein bisschen vielleicht, ne? Und so. Weil ich will auch irgendwann TikTok ausmachen hier. Und ja. Da sind irgendwie. Bräuchte ich nämlich auch nochmal ein paar Aktivitäten. Weil, ja. Nur wenn du willst, musst du aber nicht. Eine Sache. Wäre halt nur cool. Weil weiß ich nicht, irgendwie sind da mal Leute dabei, aber keiner schreibt irgendwie was. Und wenn einer anfängt zu schreiben, ist es meistens so, dass andere einander mitschreiben, ne? Ah, moin, moin. Schön, dass du da bist. Na? Ist ja doch rüber gewechselt von TikTok. Geil, 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 auf jeden Fall. Lange nicht gesehen, was? Ja, genau so sieht's aus.
lang. Er wird doch. So, wir müssen wie gesagt jetzt hier diesen Auftrag auf jeden Fall da machen. Ja. Helfen wir mal dem Bauernkollegen, sage ich jetzt mal so, sein Feld hier schnell abzuernten. Ich lasse den jetzt mal hier schnell weiterfahren, dass ich hier mal den Traktor starten kann. Ich fahre mal so, ist einfach. Das ist halt gerade in dem Fall jetzt hier einfach schöner, damit das hier der Erntevorgang halt reibungslos abläuft. Zum Beispiel wäre es halt einfach geiler. Dann halt jemanden halt noch mit dabei zu haben, ne? Weil der halt das Ganze dann da macht. Weil der bricht dann einfach mittendrin irgendwann ab. Da wie jetzt zum Beispiel, ne? Der fährt dann nicht hin und her, so wie ich es jetzt machen würde. Ich würde jetzt weiter einfach im Kreis fahren. Der bleibt dann einfach da irgendwann mal stehen. So, wo soll ich denn das jetzt hinbringen eigentlich? Soll das jetzt verkauft werden? Ist egal oder was? Das kann ich dir leider nicht sagen, was du weiter spielen sollst. Jetzt kannst du ein bisschen in Landwirtschaft im Lade kommen, dann kannst du mir ein bisschen helfen hier. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das abkippen soll hier. Ist hier irgendwo in der Nähe eine Station zum Abladen? Ja, hier glaube ich, oder? Was ist denn das hier? Getreide West, ja, dann fahr ich hier hin. Das ist sowieso kürzer als alles andere hier gerade. Ich habe zwar noch eigentlich ein bisschen Kapazitäten jetzt hier, aber dadurch, dass ich den kleinen Anhänger hier habe, will ich jetzt auch hier nicht irgendwie was machen, ne? Ja, na, wenn du komplett unplanmäßig, sage ich jetzt mal so, ohne Hintergrundgedanke jetzt daran gehst. Und keinen zum Beispiel hast, der dir das ein bisschen erklärt oder mit dem du das dann anfangs zusammen zu zocken kannst, wo du reinkommen kannst, dann ist es langweilig, dann ist es scheiße, dann kann man dann nach kurzer Zeit, nach 10, 20 Minuten keinen Bock mehr. Ich kenne das, ich hatte das selber so gehabt. Ich habe dann aber mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt probierst du das aus, jetzt willst du wissen, wie das funktioniert, jetzt willst du wissen, wie das. Und dann kam langsam das Interesse. Aber grundsätzlich gesehen hatte ich das, wie gesagt, halt auch, ne? Weil. Ja, war halt einfach, auf Deutsch gesagt, alleine ist das langweilig. Habe ich auch jetzt manchmal noch. Jetzt sitze ich manchmal da und denke mir so, ach geil, kannst zockst eine Runde, dann gehe ich ins Spiel rein. Bup, 10 Minuten später habe ich keinen Bock mehr. Ne? Habe ich jetzt auch immer noch. Also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie weggegangen ist oder so. Ja, so, warte mal, wo ist denn der Scheißdreck jetzt hier? Schon mal auf die Karte gucken. Ah, ich muss noch ein Stückchen runterfahren, okay. Ja.
Wo sind jetzt hier die scheiß Abladekacke? Wie gesagt, wenn du da halt keinen hast, mit dem du das halt zusammenzocken kannst, so die erste Zeit, wo du das halt reinkommst und so, ist es halt langweilig. Und zu zweit oder so macht sowas halt sowieso grundsätzlich gesehen viel, 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 viel mehr Spaß, muss ich einfach so sagen. Also für mich alleine ist es halt auch manchmal ein bisschen öde. Ja? Ich habe es ja eigentlich mit dem, der eben in der Party war, eigentlich auch immer zusammengezockt, haben wir auch immer irgendeinen Blödsinn gemacht, es gab immer irgendwas zum Kichern, Lachen etc. pp. Aber der hat halt selber keinen Bock mehr auf das Game, weil halt, keine Ahnung, er hat sich immer bei dem 19er Teil beschwert, der Palettenladewagen und so, er hätte gerne einen Palettenladewagen, oh, ich muss mal leise reden, und so ein Käse. Ja, und jetzt gibt es das quasi in dem Game, jetzt hat er es ein paar Mal gespielt, gemacht und getan, jetzt hat er keinen Bock mehr halt, ne? Diesen Hänger rückwärts zu fahren, das ist immer noch so eine Sache für sich hier. Das kriege ich immer noch nicht hin. Oder solche Sachen wie mit den Hängern kannst du hier perfekt üben, ne? Dem Hänger hier. Wie du den am besten rückwärts schieben kannst, gerade so ein Einachser oder so. Oder so ein Ding, wie ich jetzt hier habe. Warum nehmen die das denn jetzt hier nicht? Was ist denn das eigentlich, was ich da geladen habe? Weiß ich nicht, oder was? Warum nehmt ihr denn jetzt nicht den Scheiß? Oh, ich könnte mich kurz beschwören hier. Aber der Helfer ist bestimmt gleich voll. Nehmt doch jetzt den Scheiß hier, Mann. Ja, 80, sag ich doch, 80% Korntank. Wird hier nicht angenommen. Oh, was muss ich wieder sonst wohin fahren oder was? Ah, das hasse ich wieder. Wo wird denn der Scheiß angenommen hier? Was hier heißt das? Wo ist das jetzt? Ach, da drüben. So. Erzähl mir was Schönes. Hast du irgendwelche Fragen noch oder so? Oder gibt es irgendwas, was wir noch mal bequatschen, machen wollen, etc.? Was weiß der nicht? Ja, den vollen Korntank, scheiße. Muss ich mal gucken irgendwie. Hä? Ja, wo soll ich denn das jetzt hier abkippen? Die sind ja witzig. Hier oder was? Nee. Hä? Dann gibt man es ja einfach mal ab. Ich mir gleich den Weg sparen können. Muss ja nicht, meine ja nur, ne? Das ist natürlich jetzt scheiße, dass das Ding. Das kostet nämlich alles Geld, wenn der da jetzt da rumsteht hier. Das Geld habe ich jetzt nicht. Hier sogar eine Baustelle. Also eigentlich geil, wenn ich noch so einen Anhänger hätte, ne?
könnte ich hier wieder so meine Silhouette machen. Los, lieber Chat, schreibt mal rein. Hier sind 8 Leute am Start hier und der Kana schreibt hier rein, oder was? Leute. Ja, man braucht irgendein Thema auf jeden Fall, ne? Hast du mein neues Video auf meinem anderen Kanal schon mal gesehen? Das hat man ja letztens ja drüber mal gequatscht gehabt hier, dass du da ja mal vorbeischauen wolltest bei dem Video. Ich habe ja vorhin alleine auf meiner DS-Garage wieder ein Video veröffentlicht. Weiß ich jetzt nicht, was du davon dir mal vielleicht angeguckt hast oder nicht. Dreckiger Traktor hier. Weil jeder Like und in jeder Kommentar oder auf diesem Kanal hier ist halt auch Support, ne? Nicht nur der Livestream und in dem Livestream die Kommentare. Das Einkaufsvideo, okay. Warum hast du da denn keinen Kommentar geschrieben dazu, Kollege? Ja, das Einkaufsvideo habe ich nur gemacht gehabt aus dem Grund, weil ich halt vor 5 Jahren oder 4, 5 Jahren halt zu dem Tag, wo ich das Video aufgenommen habe, da ein Video von diesem Format hochgeladen hatte, weil da halt zu dem Zeitpunkt viele Leute danach gefragt hatten. Ne, mach das mal und zeig das doch mal und es würde mich mal interessieren und Biberbo, hast du nicht gesehen? Und es ist halt einfach mal abwechslungsreich, ne? Es ist halt was anderes, weil jeder kauft was anderes, jeder macht was anderes, jeder will was anderes und so von Käse. Deswegen ist es mal ganz interessant, aber hauptsächlich halt, weil ich halt vor 5 Jahren halt sowas halt schon mal angefangen hatte, ne? Und diese Formate eigentlich ganz gut immer gewesen sind, unterhaltungsmäßig. Und es ist halt eine Abwechslung zwischen den ganzen Gaming-Kram und Zockerkram und hast ja nicht gesehen, ne? Deswegen fand ich das halt mal ganz interessant. Wie war das jetzt wieder hier mit dieser Karte? Ach ja. Und fand das eigentlich mal ganz interessant und wollte es halt einfach mal wieder mal machen. Genauso wie halt verschiedene Vlogs ich vielleicht demnächst wieder mal Angriff nehmen will. Oder halt mit diesem, mit meinem ganzen Lost Place Kram, beispielsweise Bunkerkram etc. pp. Auf Spurensuche der Vergangenheit und sowas. Das sind ja auch so Formate, die zwischendurch halt immer mal geschaut werden oder halt ich halt auch mache, wenn ich neue Erkenntnisse habe oder neue Orte habe und sowas oder Lost Place und sowas. Ja, das ist halt einfach abwechslungsreich. Klar, ich meine, vielleicht interessiert das den einen oder anderen nicht. Es ist vielleicht auch für den Algorithmus nicht empfehlenswert, sage ich jetzt mal so, weil halt einfach ich sage, okay, es sind dann einfach zu viele durcheinander. Ne, halt Inhalte, die durcheinander sind, aber letztendlich, ja, Herrgott, ich meine, was gibt's Schlimmeres, ne? So, warten wir mal ganz kurz hier, dass der hier drehen kann. Also dreht der Heini wieder nicht. Wie gesagt, so ein Kommentar tut in keinster Weise irgendwie weh. Ne? Gegenteil. Ich freue mich drüber, weil so ein Video schneiden, machen und tun, das ist halt auch Haufen Arbeit. Ne? Und aufnehmen, machen, das ist ja alles Zeit, die ich ja wieder anderweitig verwenden könnte. Ich mache es auf der anderen Seite gerne, aber ich sehe es halt immer in der Perspektive, halt in der Zeit, wo ich so ein Video schneide oder mache, könnte ich auch schon wieder was anderes mit meiner Tochter halt machen. Ne? Und das ist halt das, was ich halt dann so meine. Ne?
Das ist eigentlich jetzt gerade total sinnlos, was ich mache, weil das Geld, was ich bekomme, tue ich einen Helfer rausblasen. Jetzt mal, wenn ich es mal so sagen darf. Naja, ich warte jetzt mal hier schnell, damit das Ding noch schnell voll ist und dann werde ich einen Helfer abschaffen, dass ich das Ding selber schnell machen kann. Ich werde mir nochmal schnell in irgendwo einen zweiten Hänger organisieren. Ja, und deswegen halt, ne? In der Zeit wäre es halt schön, wenn man dann da wenigstens mal ein paar Kommentare kriegen könnte. Weil, ja, ist halt auch nicht selbstverständlich, dass man sowas macht, sage ich das mal so, ne? Ich meine, so ein Kommentar ist auch nicht selbstverständlich, aber ich muss ja den Leuten das nicht dran teilhaben lassen, sage ich jetzt mal so, ne? Ich kann auch sagen, okay, Kanal zu, fertig. Gibt's halt nichts mehr. Sind die Leute zwar nicht böse drum, aber es gibt ja doch den einen oder anderen, der halt, ja, manchen Inhalt und so halt eigentlich ganz gut mag, aber ob die Leute das wirklich so sehen so wollen, manche Sachen bin ich mir halt immer so ein bisschen unschlüssig, ne? Und manchmal denke ich mir so, okay, will gar keiner mehr sehen, was ich da eigentlich mache. Das war wirklich knapp, ja. So, müssen wir mal schnell zum Händler fahren und die anderen Dinger schnell mal abholen. Haben wir nämlich dann die dreifache Geschwindigkeit hier, da kann man dreifach so viel laden halt, einfach. Und ja. Geht hier eigentlich noch irgendwas? Ne, hier geht gar nicht mehr. Was ist denn der Händler eigentlich? Ja, sind halt solche Sachen halt, ne? Da gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil ich halt gar nicht so viel brauche, aber ich miete wieder jetzt schnell die Geräte, es halt schneller geht und gut ist, ne? Das ist genauso wie mit diesem ganzen Botscheiß hier. Ich werde den ganzen Botscheiß mal wieder ausmachen, weil irgendwie tut ja sowieso keiner darauf reagieren, was da drin steht, sage ich jetzt mal so, ne? Freilich, querfeldein, warum soll ich nicht mehr mit der Straße rumgehen? Ne? Sehe ich gar nicht ein. Frucht zerstören, Dingsbums, da kann man ausmachen. Querfeldein, das habe ich schon immer so gemacht. Einfach querbeet, ne? Das ist doch der kürzeste Weg. Also wenn ich jetzt hier irgendwie die Straße rumrunkel, ne? Weil jeder Euro, der da verloren geht, ist auch Zeit, die verloren geht und alles. Und Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht und Zeit haben wir auch nicht hier im Game. Ne? Einfach querfeldein, fertig. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen. Ne? Wir wollen ja noch ein paar mehr Felder in der Zeit abernten. Und dafür brauchen wir ja ein bisschen die Kapazitäten. Und da haben sich dann halt die Hänger wieder gelohnt. Ne? Hier drüben ist mein Paradies, hier links. Ich habe leider nur drei Felder da, ne? Und hier auch wegen den witzigen Sachen, was ich jetzt mache mit diesen ganzen Hängern, das habe ich früher schon mit 2009er beispielsweise 11er gemacht, ne? Diese Art von Hänger, den ich jetzt hier hinten dran habe, genommen und 10 Stück hinten dran an Traktor, ne? Und dann hat alle voll beladen, ne? Und dann hat eine richtig schön lange Schlange gemacht. Ne? Warum einen Hänger fahren, wenn man 6 Hänger fahren kann? Oder 20? Das höchste, was ich glaube hatte, waren mal 20. Ne? Ich meine, warum nicht, ne? Ich meine, ja gut. Immer machen, 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 ne?
Guck, da stehen sie bereit. Oh, wie viele Hänge habe ich denn da gekauft? Verdammt, das kann jetzt lustig werden. Die rückwärts zu schieben. Oh, warte mal. Ich will mir den Helfer kurz ausmachen hier. Das kann jetzt interessant werden. Hey. Do you speak English? No. Speaking German. Ah, mein Englisch, das kannst du total in Vertonne kloppen. Oh, das kann jetzt was werden hier. Wir müssen darüber, also. Oh. So ankoppeln. Hey. Komm. Oh. Koppel doch mal. Das ist ein scheiß Hänger da an. Wie jetzt? Da hat er hier so eine Muffe dran hinten, oder nicht? Ja, doch, hat er doch da. Oh. Das hasse ich, mit so einem Hänger rückwärts zu fahren, ey. Mit so einem Einachser hier. Kann ja noch mal. Hier irgendwelche Werbung oder sowas zu machen, finde ich nicht so in Ordnung. Auch wenn sie irgendwie Grafiker oder sonst irgend sowas sind, ist ja alles schön und gut, wenn sie mit Streamern und Co. zusammenarbeiten. Aber da steckt immer irgendein ein Aber dahinter, hinter dem. Einfach dabei sein oder so, ist ja dann auch nicht möglich, ne? Sondern soll ich mir ihr Zeug angucken und dann, was habe ich davon? Gar nichts. Ich habe letztendlich dann 400 Follower hier auf Twitch und was ist dann? Bringt mir auch nichts. Ich brauche zuverlässige Zuschauer und nicht irgendwelche Leute, die halt, sage ich jetzt mal, meine Grafikdesign, eine schönere Grafik bringt mir hinterher auch nichts, wenn kein Schwanz zuschaut, ne? Das bringt mir ja dann auch nichts. Na, da wird er jetzt wahnsinnig, ja, natürlich. Na, du musst ja die Hänger gerade irgendwie anhängen. Du musst den Hänger gerade ziehen und dann rückwärts fahren. Und jetzt mit zwei Hängern, na, das wird lustig. Ich weiß nicht, wie manche Leute das machen mit so einem Hänger, ey, echt. Ich krieg nicht mal einen Hänger hier richtig hin und soll dann auch noch zwei da hin und her chauffieren. Komm, warte mal. Ich mach's mal anders. Ich mach mal Trick 21, wie ich es früher mal gemacht habe. Ich nehme jetzt einfach den hier. Dann nehme ich. Normalen Hänger fahren kann ich. Ja, das ist ja gerade die Herausforderung. Du lernst ja halt auch durch dieses Game, sage ich jetzt mal so, ne? Ich meine, in V-Life hast du ja auch solche Hänger. Du kannst ja dadurch auch nur ein paar Erfahrungen mitnehmen. Klingt zwar jetzt bescheuert, aber ja, ich meine, du musst beim Hänger ja eigentlich umdenken, wenn er halt nicht selbstlenkend ist, ne? Das heißt, wenn der jetzt in dem Fall hier noch so ein scheiß Knickgelenk dran hat,
dann weißt du manchmal nicht, wie du den Scheiß anhängen sollst. So. Ah, verdammt. Weil die Dinger vorne auch rückwärtsmäßig ja dann nicht von alleine, ne? Wenn so rückwärts Hänger fahren kann ich. Ist ja zum Beispiel auch im neuen Video von DS-Garage drin. Aber nur Problem war, dass du den Hänger da halt in der Hinsicht leider nicht gesehen hast. Ich meine, du brauchst ja in dem Fall hier nur umdenken. Ne? Aha, das war zu viel. Und du musst immer mit ganz wenig Dings lenken. Aber es ist halt beim Controller ist halt schwierig, das Ganze so zu machen. So, siehst du, jetzt kannst du den so hinschieben hier. So, jetzt wieder ein Stückchen so, jetzt wieder so. Gucke mal. Aha. So, jetzt können wir den vielleicht hier gleich mit anhängen. Oder auch nicht. So eine Kacke. Okay, ja, jetzt wird es schwierig. Es wird schwierig, den Hänger da jetzt rückwärts dran zu schieben. So, probieren wir mal. Und gerade mit zwei Hängern ist es die ganze Sache noch schwieriger, weil du weißt ja nicht, der eine Hänger schiebt den anderen Hänger. Das weiß ich auch noch nicht, wie das funktionieren soll. Das habe ich bis jetzt noch nie herausgefunden. Und da liegt die Herausforderung drin, dass ich sowas zum Beispiel herausfinden will. Wie funktioniert sowas? Mein V-Life hast ja auch sowas, ne? Wie oft viele Traktoren kommen denen entgegen und weißt du, was die Zukunft bringt? Weiß ich nicht. Klingt zwar jetzt bescheuert, aber ist so. Ich meine, kannst du natürlich nicht sagen, na ja, habe ich im Landwirtschaftssimulator gelernt, wie sowas funktioniert, rückwärts fahren, aber dann heißt es, du zockst ja nur die ganze eine Tour, aber. Ich kriege ja Sackratten. Tattoos sind in der Form eigentlich okay. Es kommt aber darauf an, was es ist. Also ich will mir eigentlich selber ja auch mal ein Tattoo machen lassen, aber ich weiß noch nicht wann und was und vor allen Dingen wohin. Weil das ist eine Sache, da musst du 20 Mal gut überlegen, was möchtest du da drauf haben und vor allen Dingen was und wohin. Willst du es an Stellen, die man sieht? Möchtest du an Stellen, wo man es nicht sieht? Das ist ja so eine Sache, ne? Gegen Tattoos so an für sich habe ich eigentlich kein Problem. Im Gegenteil. Ne? Gibt Leute, die stehen sogar besser Tattoos, also es gibt Leute, die stehen Tattoos besser. Ah, das ist schon zu früh. Es gibt Leute, die stehen halt Tattoos und es gibt halt Leute, die stehen Tattoos halt nicht. Kommt immer darauf an, was es halt ist. Es kommt, wie gesagt, immer darauf an, was es ist. Es gibt natürlich Leute, die machen sich, keine Ahnung, irgendeinen Mist auf Tattoos als Tattoos, ne? Wo du sagen tust, ey, sowas hätte ich mir nicht mal beim Scheißhaus im Dunkeln gestochen. Aber muss ja jeder mal selber wissen. Gibt natürlich auch recht schöne Tattoos, ne? Sehr welche. Okay, was hast du denn, wenn ich fragen darf, für Tattoos? So, jetzt habe ich's. So, das kann uns auf jeden Fall interessant werden hier. Ganze Dinge jetzt dran zu koppeln hier. Also wenn ich mir da mal irgendeiner sagen kann, wie das hier funktioniert mit diesen blöden Hängern, ey. Diesen Lenkachsen. Ich meine, du musst ja immer beim Hänger falsch rumdenken. Aber wie man hier sieht, lenkt ja die Achse mit. Also heißt, wenn ich jetzt nach rechts lenke, geht der Arsch natürlich vom Traktor natürlich nach links. Und der Anhänger geht nach, warte mal, bin ich selber komplett rum. Doch, links rum geht er nach rechts. Wenn der Hänger rechts rum soll, musst du nach links lenken. Also in dem Fall musst du jetzt wieder das halt so schieben, gell? Und dann hast du das halt quasi da so. Aber wie machst du das, wenn du zwei Anhänger, zwei Dachsen dran hast? Das verstehe ich nicht. Guck mal, jetzt habe ich den Anhänger so beschissen hingeschoben.
Ja. Okay. Theoretischerweise hätte ich die in Mielauf jetzt kaputt gemacht. Da ich einen aus dem Abgang. Oh, Scheiße. Nimm so jetzt den blöden Hänger da hinten. Daher keine Zukunft hier. Was ist da? Kommt auf einmal von der möchtegern Person auf einmal nichts mehr. Immer dasselbe, ey. Ich hasse das. Wie soll ich denn das jetzt machen hier? Muss ja versuchen, immer die wieder gleich gerade zu ziehen. Ansonsten. Ah ja, das Auto spawnt einfach weg. Lol. Ich glaube, die in wirklichen Betrieb machen die das auch so, dass sie die ganzen Hänger einfach da alle zusammenstellen und dann halt an nacheinander dran schieben und dann halt derjenige fährt. Rückwärts fährt, glaube ich, mit so einem Konvoi wahrscheinlich keiner.